Ein Bild, das zu ratlosen Gesichtern führt. Die Anzeigetafel heute Morgen am Mannheimer Bahnhof. Die meisten Züge fallen aus oder kommen zu spät. Die Fahrgäste sind geteilter Meinung über den erneuten Streik der Gewerkschaft GDL. Ich habe heute auch zwei Züge verpasst deswegen, aber ich muss ehrlich sagen, es ist dann wahrscheinlich ein notwendiges Opfer. Ja, ziemlich, weil ich komme aus Hemsbach, habe heute Morgen schon 2 Stunden gebraucht, um hier zum Arzt zu gehen. Also was mich besonders verärgert ist, dass es ja ein Angebot gibt. Es liegt ein Angebot vor zur Verhandlung und dass dann gestreikt wird, das ärgert mich schon sehr. Die Deutsche Bahn will deutschlandweit rund 1/4 der Fernzüge fahren lassen. Im Regional- und Nahverkehr werden es etwa 40% sein. Aber warum der erneute Streik trotz Gegenangebot der Bahn? Meistens erfahren wir ein Angebot von der Bahn durch irgendwelche Medien. Und zum Zweiten müsste die Bahn das mittlerweile kennen, dass uns ein Angebot schriftlich vorzulegen ist. Und dann werden wir das bewerten und dementsprechend, wie das Angebot ausfällt, eventuell wieder in Verhandlungen einsteigen. Dass der Streik jetzt in die Ferienzeit fällt, ist nicht geplant. Das liegt an der langen Verhandlungszeit zwischen Bahn und Gewerkschaft. Die läuft nämlich schon seit Mai diesen Jahres. Die Grundforderungen der Gewerkschaft sind jedenfalls klar. Zum einen ist es eine Gehaltserhöhung insgesamt von 3,2%, die aber nicht über 40 Monate stattfinden soll, sondern innerhalb von 28 Monaten. Dann wollen wir natürlich nicht, dass dem Mitarbeiter eine Kleinstrente von 150 Euro gekürzt wird. Das soll dabei bleiben bei der Rente. Und ein paar andere Punkte wie die Corona-Beihilfe, weil wir der Meinung sind, Mitarbeiter, die während der ganzen Zeit der Pandemie gearbeitet haben und auch ihre Gesundheit zur Marke getragen haben, wie man so schön sagt, dass die eine Corona-Prämie verdient haben. Eins ist sicher, der Streik ist für alle einfach nur nervig. Streik macht keinem Spaß, das ist viel Aufwand und viel Arbeit für alle und Stress vor allen Dingen für alle. Wir würden, also die Leute draußen würden am liebsten ihre Züge fahren. Das ist wir würden gerne unsere ganz normale Arbeit machen. Aber der Bahnkonzern sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders alles. Pendler müssen also noch geduldig sein, denn der Streik wird voraussichtlich noch bis Mittwoch andauern.